Es ist faszinierend, wie vielfältig unsere Natur ist. Jetzt nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Aber eben auch bei uns. Man kann so viele verschiedene Tiere im Garten selber beobachten. Und es ist mega schade, wenn die immer weniger werden. Wir sind einfach dran, dass man verursacht, dass Arten aussterben. Teilweise Arten aussterben, die man noch nicht einmal kennt. Kürzlich wurde sogar der Igel auf die rote Liste gesetzt. Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Nur durch die Vielfalt können wir essen, können wir schnaufen, können wir sein. Die Tiere und die Pflanzen haben auch einen Wert an sich. Und wir Menschen haben kein Recht, die einfach auszulöschen. Wenn man vergleicht mit den umliegenden Ländern in Europa, sind wir, was Artenschwund anbetrifft, mit Abstand an der Spitze. Bei der Biodiversitätsinitiative geht es ganz grundsätzlich darum, dass wir jetzt Weichen dafür stellen, dass der Verlust der Biodiversität gestoppt wird. Das Wichtigste für mich ist, dass wir Ziele, die schon im Natur- und Heimatschutzgesetz festgelegt sind, auflupfen auf einen Verfassungsauftrag. Ich möchte, dass die Biodiversitätsinitiative angenommen wird, dass auch meine Kinder und meine Kindeskinder noch in die Natur gehen und die ganze Artenvielfalt erleben können. Gehen raus in die Natur, entdecken die Biodiversität und geben am 22. September der Natur eure Stimme.